Ein Konstruktionsplatz im Stahlbauunternehmen Hans Kessel in Remagen-Bandorf. Seit fast 50 Jahren fertigt der Betrieb alles aus Metall, was nicht von der Stange ist und an das sich andere nicht herantrauen. Hier entstehen riesige Anlagen in 3D-Konstruktionen am Rechner, die dann auf direktem Wege von einem Computer zum anderen in der Werkstatt gefertigt werden. Die Verbindung aus einer Idee und der Umsetzung in Stahl nimmt hier eine moderne Wasserschneidanlage vor. Mit über 3000 Bar Druck schneidet sich ein Gemisch aus Wasser und feinem Sand durch Metalle, Glas, Holz oder Kunststoff. Der Werkstoffauswahl sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Und auch bei den Formen der Objekte gibt es kaum Einschränkungen. Denn beim Wasserstrahlschneiden treten keine thermischen Belastungen auf. Ein klarer Vorteil für die Materialbearbeitung mit diesem Verfahren. In wenigen Minuten werden aus einer 1 cm starken Stahlplatte die gewünschten Kreise ausgeschnitten. Für die Betriebsinhaber Doris und Joachim Körbel und den Unternehmensgründer Hans Kessel ist der Hightech-Einsatz ein Grund für die erfolgreiche Unternehmensstory im 47. Jahr. Aber auch die klassische Metallbearbeitung an schweren Schneidmaschinen, die auch dicke Stahlplatten butterweich zerschneiden, oder das Biegen dieser Stahlplatten an großen Kantbänken hat im Unternehmen einen festen Platz. Genau wie die Ausbildung. 3 Lehrlinge werden in der Werkstatt an die metallverarbeitenden Berufe herangeführt. Die Chancen auf eine Übernahme in den Betrieb stehen gut, denn hochqualifizierte und motivierte Fachkräfte sind ein Baustein des Erfolges. Mitdenken, das ist die schlichte Erfolgsformel des Unternehmens. Ausführlich vorgestellt in der 150. Ausgabe von Handwerk Spezial.